Jo, hi, hier ist der Oliver Sutton, ich zeige euch von Victory den Sheriff 44. Sheriff 44 und mittlerweile müssten wir die Kollektion fast komplett haben auf unserem Kanal und ist natürlich ist so ein bisschen was Besonderes. Ne? Ich habe das noch nie gemacht, dass ich so alle Victory Amps oder alle Amps von einem Hersteller irgendwie so zeige und wir haben uns irgendwie darum gekümmert, haben das auf der NAMM Show aufgetan, haben so gedacht, ach, was ein geiler Hersteller, warum nehmen wir das dann nicht mal rein ins Sortiment, ne? Und haben uns dann gedacht, okay, mache ich mal ein paar Videos und irgendwie hat sich so ergeben, dass ich mittlerweile fast alle habe. Ich habe das letzte Mal den Sheriff 22 gemacht, den kleinen Anspox-Amp. Und ich meine, ist ja so, dass ich gar nicht mich so sehr um die ganzen Videokommentare kümmere und so weiter. Ne? Aber manchmal lese ich es dann doch und merke dann, das ist eigentlich fast ein Fehler, das zu tun. Weil irgendwie muss ich ja gucken, dass ich irgendwie meine Sache so am Laufen halte, wie ich das so für richtig halte. Aber dann habe ich manchmal so das Gefühl, wenn da so steht, irgendwie, ey Olli, spiel mal mehr Solo oder spiel mal weniger High Gains oder spiel mal mehr Rhythmus, Kack-Demo und so weiter. Da habe ich mir so gedacht, okay, dann habe ich immer so eine Fantasie von so einem YouTube-Gucker, der dann so irgendwie da sitzt und sagt, ey Olli, bespaße mich, ja, ich habe Langeweile und so. Vielleicht, ich meine, ein bisschen Spaß ist immer natürlich auch dabei, aber mir geht es ja um was ganz anderes. Mir geht es ja eigentlich darum, irgendwie zu zeigen, woraus so ein Amp bestehen kann oder wie man so ein Amp auch testen kann, wenn man mal selber im Laden ist oder selber so ein Ding unter den Fingern hat. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Ja? Und ob ich da eine Strat nehme, Les Paul nehme oder eine EMG-Klampfe oder Solo spiele oder High-Gain oder kein High-Gain, ist ja alles falsch, weil jeder will was anderes haben. Wie soll man eine Demo machen, wo alles vorkommt? Ich meine, vor allen Dingen gibt es ja auch noch andere Demos, die ihr euch anschauen könnt. Speziell auch zu den ganzen Victory-Amps gibt es ganz geile Demos auf der Victory-Seite selber, wo dieser Richard Barrett spielt, ein Wahnsinns-Gitarrist, also unfassbar. Und insofern ist das, was wir hier tun, natürlich immer nur ein Auszug dessen, was wir euch gerne zeigen wollen, weil wir es im Sortiment haben. Und letzten Endes ist es dafür gut, dass man vielleicht sagt, ey, Session ist cool, den höre ich mal zu. Vielleicht, wenn ihr wollt, holt ihr dann eine Gitarre. Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Letzten Endes geht es darum, Sachen zu zeigen und vor allen Dingen euch dazu anzuhalten, die Amps zu testen, vielleicht auch auf eine Weise, die ihr euch von mir ein bisschen abschauen könnt, weil das ist immer für mich auch sehr, sehr neu, wenn ich so ein Victory habe, ob es jetzt der Sheriff ist oder ob es der Earl ist oder Duke oder ich habe ja schon die ganzen Dinger irgendwie durch, ist es für mich auch immer neu, wie die Dinger klingen und ich muss ja auch irgendwie zu Gehör bringen. Ja? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Okay, lang genug lamentiert, soll ja um den Amp gehen. Wir haben es zu tun mit 44 Watt. Die man hier umschalten kann von High auf Low, dann hat er nur noch 6 Watt. Ja, ich habe ihn jetzt auch mal auf 6 Watt gespielt und hat im Grunde zwei Kanäle, die man hier über einen Fußschalter, der ist jetzt eingeklemmt, oder Mikrofonständer, sorry, so, hier, den man hier praktisch umschalten kann. Ich bin jetzt auf dem Art Plexi-Kanal, eins weiter geht es auf so eine Art JC-800-Kanal. So sagt es mir zumindest Martin Kitt, ja, der ist der Chief Designer, von Victory. Ich bin ja ein riesen Cornford-Fan schon immer gewesen. Insofern bin ich ganz froh, dass der Kerl bei Victory ist, sage ich auch in jedem Video und auch zu Recht, weil die Amps einfach klasse sind. Sheriff ist natürlich so ein bisschen so
Augenzwinkern auf Marshall. Ne? Und wenn man auch so irgendwie das ganze Design anschaut, gibt es das natürlich auch schon im Original seit 60 Jahren oder so, ne? Ist klar. Also diese Röhrenamps haben schon was Geiles und bieten so eine Art von Kompression, die dem Spiel wirklich in einer bestimmten Weise nützen kann, wenn man diesen Amp dann mag. Ne? Es gibt auch andere Amps, wo man dann sagt, ja, die haben eine andere Kompression, ein anderes Soundverhalten und das macht es genau aus, dann solche Amps praktisch sich auszusuchen. Ja? Und das ist also dann auch ganz, ganz wichtig, das mit den eigenen Fingern zu spielen. Ja? Ist ganz klar. Okay, ich bin jetzt hier auf Low, habe das Master mal ganz oben und im Grunde geht es ja darum, dass ich hier mit Volumen 1 so eine Art Vorstufengain erreiche und mit Master so eine Art Endstufensättigung erreiche. Das heißt also viel Master oder vielmehr viel Vorstufe hier. Wenig Master macht den Amp leise. Ist jetzt sehr, 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 sehr leise. Das heißt, könnte fast im Wohnzimmer spielen. Hat jetzt im Moment 6 Watt. Wenn ich jetzt hier natürlich mit Master höher gehe, dann bekomme ich einfach ein anderes Soundverhalten. Dann ist es einfach so, dann ist es weniger verzerrt. Es hat einfach mehr Volumen, mehr Kompression. Ja, und das ist natürlich das, worauf man dann auch stehen kann, wenn man so diese halb clean, halb verzerrten Sachen mit viel Fütterung untenrum haben möchte. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Hier mal runter mit Volumen 1. Da kommt er schon. Ich habe natürlich einen Hall eingeschliffen hinten im Einschleifweg. Hatte ich auch beim 22er schon. Gab es auch Gemecker. Ich will ja nicht den Hall hören. Ach Leute, klar, ich meine, ist natürlich so, dass man, wenn man alleine spielt, sehr, sehr gerne auch mal einen Hall einschleift. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil es mir so ein bisschen diese Räumlichkeit vom Lautspielen vorgaukelt. Insofern habe ich jetzt den Hall mal drin gelassen. Ist natürlich bei den beiden Burschen, sowohl beim 44er als auch beim 22er der Fall, dass der Einschleifweg nicht ohne Probleme für einen Hall gut funktioniert, weil nach dem Einschleifweg nochmal eine Kompression stattfindet und der Hall so ein bisschen nach oben poppt. So als hätte ich fast den Hall vom Input geschaltet. Und insofern klingt das manchmal ein bisschen komisch. Man spielt dann und hat das Gefühl, boah, der Hall kommt nach dem Spiel nochmal extra laut hoch. Ne? Das kann ich euch gerade mal zeigen. Ist so eine Art Vintage-Amp-Feature, was man auch mögen kann, aber ist in dem Fall halt nichts zu ändern. Ich halte es mal in Grenzen, ich mache mal halt ein bisschen leiser, aber das ist natürlich, auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, im Einschleifweg einen Hall einzuschleifen. Wenn ich jetzt mal auf die Rückseite gehe, kann ich von Fixed Bias auf Kathoden Bias umschalten. Das heißt, da wird der Amp ein bisschen weicher. Ja, das könnt ihr auch mal probieren. Also ist er härter geworden? Hat ein bisschen mehr Spieldynamik, sind jetzt immer noch 6 Watt, aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt auf High Power gehe, was ich jetzt nicht mache, ich habe es vorhin gemacht, also 44 Watt auf dem linken Ohr, sind schon mächtig laut, vor allen Dingen dann, wenn ich euch das Master zeigen will. Und das ist natürlich ein Amp, der gut mit Master klingt, mit hohem Master klingt. Insofern lasse ich das jetzt gerade mal. Aber was man sagen kann natürlich, es gibt eine sehr, sehr effektive Klangregelung, vor allen Dingen im Bassbereich, den muss ich jetzt sehr weit runterdrehen. Ist ja bei Vintage Amps auch der Fall, dass wenn ich im Gain stecke, dass ich dann auch gerne mal ein bisschen mehr den Bass runternehme, weil dann der Mulm verschwindet. Bei Boogie ist es ja ähnlich, wisst ihr ja auch schon. Insofern
setzen wir auf einen cleanen Ton hier. Es ist natürlich geil, wie dynamisch der Amp reagiert. Je nachdem, welche Pickups ich verwende, wie laut ich anschlage, das ist natürlich genau das, was man will. Das heißt natürlich auch, dass der Amp ganz hervorragend Pedale nimmt. Also wenn ich jetzt einen Kompressor davor schalten würde oder einen Booster, dann hätte ich noch andere Möglichkeiten. Das ist natürlich viel, viel Dynamik nach oben offen. Wenn natürlich ein Amp von sich aus schon sehr, sehr in der Kompression steckt, dann ist das weniger gut möglich. Das heißt, wenn ich dann den Kanal so zeige, wie er ist, dann hört man, okay, der frisst Pedale. Super geil. Ich gehe mal eine Gainstufe rauf. Das heißt, ich gehe jetzt auf Volumen 2. Bin ich wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Victory den Sheriff 44 gezeigt. Und natürlich habe ich den Amp genauso wie er ist aus der Ausstellung genommen. Da kommt er jetzt auch wieder hin. Da stehen auch die ganzen anderen Victory Amps. Das heißt, ihr müsst unbedingt mal in den Laden kommen, die ganzen Dinger selber mit der eigenen Hand spielen. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage tschüss.